Schießen Sie die Flipperkugeln mit Hilfe der zwei seltsamen Geräte in die Aquarien. Untersuchen Sie den Apparat oben links und vervollständigen Sie den Apparat rechts unten entsprechend. Klicken Sie auf das Infosymbol für neue Teile. Dort erfahren Sie mehr über die Umwandlung von Rotationskraft in Vorwärts- und Rückwärtsbewegungen. Oh mein Gott. Also ja, seltsame Geräte ist eine sehr gute Beschreibung dafür, denn das sind tatsächlich zwei Gegenstände, die ich lange Zeit nicht so wirklich kapiert hatte, wie die zusammenwirken. Es geht hier um das Zusammentreffen von Riemen und Seilen. Ich müsste jetzt echt gucken. So ungefähr, ja, wie da links halt. Man kann eben auch dieses Ding da vorne, also da ist ja, wie soll ich das jetzt sagen? Genau da, wo jetzt diese Thunfischdose ist, direkt da drunter, kann man nämlich auch noch einen Ball oder was anderes gegenstoßen lassen, dann wird das auch aktiviert, nicht nur durch Riemen. Das ist so ganz komisch irgendwie, diese Objekte. Aber wir gucken uns noch das hier an. Transrotomatik. Dieses praktische Teil wandelt Vorwärts- und Rückwärtsbewegungen in Drehbewegungen um. Binden Sie ein Seil an den Haken und verbinden Sie es mit einem anderen Gegenstand, um das Getriebe in Gang zu setzen. Befestigen Sie einen Riemen am Zahnrad und treiben Sie damit Zahnräder, Fließbänder und andere rotierende Teile an. Es wird einem doch nicht mal gesagt, dass man das Teil da vorne noch mit Stoßbewegungen aktivieren kann. Dann das da. Rotationswandler. Dieses nützliche Teil wandelt Drehbewegungen in Vorwärts- und Rückwärtsbewegungen um. Verwenden Sie das kleine Rad eines drehenden Motors mit einem Riemen, binden Sie ein Seil an den Haken, verbinden Sie es mit einem Gegenstand, den Sie anheben oder ziehen wollen, wie die Wippe, den Phaserabzug oder den Wäschekorb. Platzieren Sie hier das Translation Rotation Gerät. Drehen Sie es, damit die spitze Seite nach rechts zeigt. Kannst du das bitte noch mal machen? Platzieren Sie hier das Translation Rotation Gerät, kurz Transrot. Drehen Sie es, damit die spitze Seite nach rechts zeigt. Das Translation Rotation Gerät. Verbinden Sie den Riemen des Zahnrades mit dem Förderband und dem Transrot darüber. Jetzt sagt er hier Transrot, nicht Transrot. Also, er kann sich nicht entscheiden, ob er Baseball oder Baseball sagt und jetzt noch Translation Rotation. Platzieren Sie hier das Translation Rotation Gerät, kurz Transrot. Oh Mann, wieso ist das denn schon wieder so, dass er jetzt zweimal was sagt? Warte, jetzt habe ich das echt falsch gemacht. Oh mein Gott, warte mal. So muss das, ja. Man hat sicherlich auch schon die gesamte Zeit an dem Aufbau links gesehen, wenn ich das falsch rum hatte. Ich habe mir den gar nicht so wirklich angeschaut. Ja, okay. So muss das aussehen. Stellen Sie die beiden Sandeimer zwischen die gelben Ziegel. Beachten Sie die Reihenfolge der Tipps. Eimer. Es gibt zwei verschiedene Eimer in dem Spiel. Den einen können wir uns leider natürlich wieder nicht anschauen genauer. Seile und Kabel können an den Eimer gebunden werden. Befestigen Sie ein Seil hier und am Eimer darüber. Also da wir das in einem anderen Experiment auch hatten, wo er Kabel sagt. Er meint damit Stahlseile, ja. Es gibt nur Seile und Stahlseile, die man hier mit benutzen kann. Platzieren Sie den Eimer hier und führen Sie das Seil von dort zum nächsten Sandeimer darunter. Die Flüssigkeitsmenge, die aus dem Eimer tropft, kann programmiert werden. Je schneller der Eimer tropft, desto schneller wird er leichter. Schauen wir uns auch gleich noch an. Tropfender Eimer. Dieser Eimer hat ein Loch. Sie können programmieren, wie schnell das Wasser heraustropft. Je schneller es tropft, desto schwerer ist der Eimer am Anfang der Aufgabe. Binden Sie ein Seil an den Eimer und verwenden Sie Flaschenzüge, um ihn mit anderen Gegenständen zu verbinden. Ich hatte gerade kurz gestutzt, weil hier steht, je schneller es tropft, desto schwieriger ist der Eimer. Ich dachte immer, der ist gleich hier am Anfang, aber der wird halt schneller leichter, je nachdem, wie sehr es tropft. Und man kann das hier sehr gut bestimmen, wie schnell das sein soll. Ja, und da ich nicht ewig warten möchte, mache ich es auch relativ schnell. Oh, mein rechter Eimer war schneller oben. In jedem Korb muss ein Eimer stehen. Sie lernen hier den Unterschied zwischen Seilen und Kabeln kennen. Ich mag das nicht, dass der Kabel dazu sagt, obwohl es ein Stahlseil ist. Die Heckenschere kann nur Seile durchschneiden. An Stahlkabeln beißt sie sich die Zähne aus. Die Schere hat große Klingen. Legen Sie sie hier ab. Also, ich bin auch noch farbenblind mittlerweile, sehr gut. So rum muss das gemacht werden. Stahlschere oder eine... Musste kurz räuspern. Ja, keine Kabelschere.
Mit der Stahlschere durchtrennen sie Seile oder Stahlseile und. Ah, oh, es ist ein Stahlseil. Und bringen Ballons und Zeppelin zum Platzen. Und mit zu schneiden stoßen sie die Griffe der Schere an einen anderen Gegenstand. Moment. Nein. Erstmal das, okay. Die Stahlschere kann Seile oder Drähte durchschneiden. Legen Sie sie hier ab. Jetzt haben wir sogar noch Drähte, ja. Nee, was wollte ich hier nochmal? Um nur zu schneiden, stoßen sie die Griffe der Schere an einen anderen Gegenstand. Das ist doch total bescheuert formuliert. Man soll einfach nur was drauf fallen lassen oder so. Lach doch das einfach. Setzen Sie alle fünf Katzen zwischen die Rohre. Also ich weiß nicht, in welchem Part wir mittlerweile sind. Aber wir sind halt immer noch im Tutorial. Wir sind noch nicht mal bei dem richtigen Anfang des Spiels. Oh, ist das herrlich. Katzen und Aquarien. Aquarien ziehen Katzen magisch an. Wenn sie zerbrechen, kommen Katzen auch aus sehr weiter Entfernung. Stellen Sie hier ein Aquarium ab. Geben Sie der Katze mit dem Tennisball einen Schubs. Also das ist aber jetzt hier sehr Tierquälerei-mäßig. Aquarium. Das ist Bill, der Goldfisch. Kirill, die Katze, wird ihn verspeisen, sobald sie nah genug an ihn herangekommen ist und mit ihm auf gleicher Höhe steht. Wenn sein Aquarium zerbricht, kommt sie auch aus größerer Entfernung angelaufen. Lassen Sie irgendeinen Gegenstand auf das Aquarium fallen, um es zu zerstören. Ja, machen wir mal so hier. Oh nein, oh nein! Ey, Moment, die ist gar nicht angelaufen gekommen. Was ist das denn? Muss hier. Warte mal, das wird automatisch durch eine andere Katze zerstört. Das muss ich gleich mit dem Tennisball machen. Ja, so funktioniert das. Alter, was soll das denn hier? Musterlösung. Was? Wie soll das denn dann da funktioniert? Hä? Da hat es so funktioniert. Ah ja. Bringen Sie die Mäuse zu einem Käsestück. Mäuse und Käse. Kyrie die Katze. Kyrie die Katze wird Newton die Maus oder Bill den Goldfisch verfolgen. Also man kann echt cool einen Goldfisch verfolgen, der einfach bloß da liegen bleibt, sobald das Aquarium zerbricht. Sobald sie einen der beiden Gesellen sieht. Sie dreht um, wenn sie gegen einen Gegenstand läuft oder gestoßen wird. Sie liebt übrigens den Geruch einer frisch geöffneten Dose. Die Katze kann auch direkt vor einem zerbrochenen Aquarium vorbeilaufen. Das stimmt übrigens nicht, glaube ich, dass sie umdreht, sobald sie getroffen wird. Sie bleibt einfach nur stehen dann. Käse noch durchlesen. Käse. Wie er hier aussieht auf dem Bild. Das sieht so künstlich irgendwie aus. Newton, die Maus, läuft dem Käse hinterher, wenn dieser nah genug und auf gleicher Höhe mit Newton ist. Kyrie, die Katze, wird jede Maus jagen, die sie sieht. Eine gefangene Maus ist leckeres Katzenfutter. Setzen Sie sie hier hin. Ich hab die ganz woanders hingesetzt. Käse zieht Mäuse magisch an, wenn sie ihn sehen können. Aber sie sind kurzsichtig. Platzieren Sie ihn deshalb hier. Ja, dann müssen ihn nämlich beide erkennen. Die krassen Käsefresser hier. In jedem Mauseloch muss eine Maus sitzen. Mauselöcher? Auch das ist sehr simpel, wie man sieht. Wenn eine Maus ein Mauseloch findet, schlüpft sie sofort hinein. Platzieren Sie den Käse hier, um Mord in sein Haus zu locken. Jetzt ist es wieder Mord. Vielleicht sind es jetzt zwei verschiedene Mäuse, Newton und Mord. In jeder Kiste muss eine Bowlingkugel liegen. Bewerkstelligen Sie dies mit einem Apparat, der wie der Apparat links funktioniert. Oh, jetzt haben wir Mandrillenmotoren. Leider können wir nichts drüber lesen, vorläufig. Aber wir haben auch endlich mal einen Wäschekorb. Der wurde ja jetzt mehrmals schon erwähnt. Wäschekorb. Mit dem Wäschekorb können Sie Kyrie die Katze, Newton die Maus oder Mel Schlemming fangen. Kommen wir noch zu. Binden Sie ein Seilende an den Wäschekorb und das andere an einen anderen Gegenstand, einen Eimer oder eine Rippe. Uah, jetzt habe ich es aus dem rausgeschmissen. Ey, das klingt auch witzig. Die geile Mucke wieder. Verbinden Sie einen Flaschenzug mit dem Förderband und dem Affenförderband. Ja, das mit dem Mandrillmotoren. Mann! Schon wieder so komisch rausgegangen. Binden Sie Hatten wir ja vorher auch schon mal in dem Aufgabentext. Wenn der Hebel gezogen wird, geht der Schirm nach oben.
Pavlov sieht die Bananen und beginnt wie verrückt zu treten. Also in so einem Objekterklärungstext hatten wir schon mal einen Drillmotor stehen. Und der Affe heißt Pavlov. Platzieren Sie den Wäschekorb hier. Das Gewicht löst den Bananenapparat aus. Ist ja echt so schwer, der Wäschekorb. Offensichtlich schon. Befördern Sie einen Schlemming in jedes Haus. Beobachten Sie die oberen zwei Stockwerke und vervollständigen Sie dann die beiden unteren. Mel Schlemming. Es ist so ein kleiner Junge. Hi! Gestatten Mel Schlemming. Mel rennt unüberlegt umher, bis er an einen Gegenstand stößt. Dann dreht er sich um und läuft in die andere Richtung. Er kann darauf programmiert werden, zu gehen, zu laufen oder abzuwarten, bis er angestoßen wird. Wenn er zu weit fällt, macht er ein Nickerchen. Auch vor Alligatoren muss er sich übrigens in Acht nehmen. Genau, Sicherheitsraum hatten wir ja schon. Muss man hier hinsetzen. Muss man eigentlich gar nicht, meine ich. Man kann ihn sofort in beide Richtungen laufen lassen, deswegen schmeiß ich ihn mal raus, oder? Mel kann programmiert werden. Er geht, läuft oder steht still. Stellen Sie einen der Mels hier ab. Programmieren Sie ihn so, dass er läuft oder geht. Er muss in Richtung seines Hauses laufen. Wenn Mel auf ein Hindernis trifft, dreht er um. Platzieren Sie die Mauer hier. Platzieren Sie hier einen Mel. Programmieren Sie ihn auf Gehen oder Rennen. Das Programmieren schauen wir uns jetzt mal an. Hier steht er was rum und macht gar nichts. Dann läuft er oder rennt auch. Und wie gesagt, man kann das eben lösen ohne die Mauer da. Da bin ich mir ziemlich sicher. Oh, ich habe einen Teil gespart. Befördern Sie die Flipperkugel in das Aquarium. Genau, jetzt haben wir endlich mal den Alligatoren. Allison, der Alligator. Ja, gucken wir uns schon mal an. Das ist Allison, der Alligator. Er verspeist mehr Schlemming oder Newton die Maus, wenn sie ihm zu nahe kommen. Er kann verschiedene Teile mit seiner Schnauze in die Luft werfen. Allison wirft alle Gegenstände, die auf seiner Nase landen, nach oben. Okay, Allison, nicht Allison. Mit einem weichen S. Für Allison, den Alligator, sind Mäuse oder Mel genau das richtige Abendessen. Schon echt hart, oder? Dass einfach der Junge gefressen wird? Setzen Sie Allison hier ab und sehen Sie zu, wie er die Flipperkugel in das Aquarium befördert. Aber so ist das Spiel, das auch Techno-Rave als Musik hat. Was erwartet man da anderes? Oh mein Gott. Beide Mäuse vakuumdicht verpacken. So, zuerst mal. Ich habe gerade noch was von Techno-Rave erzählt und es ist der nächste Track. Und dann habe ich hier auch noch... Was ist das hier? Wahrkomme, nicht Verpackung. Also ich wusste noch, dass da sowas ist. Sie müssen beide Mäuse wahrkomme, nicht Verpackung. Was ist das? War eins interessiert mich gerade kurz. Achso, ja, okay. War nur irritiert, ob wir 48 ausgelassen haben. Nee. Sie können den Staubsauger an eine Steckdose anschließen. Er saugt alles in seinem Umfeld auf. Staubsauger. Platzieren Sie den Käse hier, um den Schalter zu betätigen und saugen Sie Mord die Maus ein. Wahrkomme nicht Verpackung. Den Staubsauger kann man sich schon wieder nicht angucken, den Text. Ja gut, Staubsauger hatten wir ja auch schon in einem anderen Level, nur eben nicht richtig vorgeführt bekommen. Schalten Sie den Ventilator ein. Bringen Sie den unteren Boxhandschuh zum Schlagen und schalten Sie den Mixer ein. Alles mit programmierbaren Bällen. Haben Sie auch wirklich alle Tipps gelesen? Oh, nee, habe ich noch nicht. Ich habe ja noch gar nicht angefangen. Ding, ding. So, das wird jetzt nochmal richtig lustig. Und das ist auch endlich das letzte Tutorial-Level. Da sind wir hiermit durch. Genau. Das wird jetzt echt spannend, kann ich versichern. Platzieren Sie einen programmierbaren Ball hier. Klicken Sie auf den Computergriff und programmieren Sie ihn. Ziehen Sie den Elastizitätregler ganz nach rechts. Er hüpft und schaltet den Ventilator ein. Also, das ist ein programmierbarer Ball. Dieser Ball ist programmierbar. Er kann sein Aussehen, sein Gewicht, die Elastizität, die Dichte und die Reibung verändern. Damit ist halt gemeint, man kann auch die Farbe übrigens hier natürlich verändern. Dann ist halt gemeint, dass der verschiedene physikalische Eigenschaften hat, die sehr lustig sind, je nachdem, was man damit anstellt. Platzieren Sie einen programmierbaren Ball hier, der so programmiert ist, dass seine Reibung und Masse nach rechts wirken. Dadurch verhindern Sie, dass der rote Ball den Boxhandschuh auslöst. Reibung und Masse nach rechts.
Einkaufsdichte. Platzieren Sie einen programmierten Ball hier. Ändern Sie nichts an seinen physikalischen Eigenschaften. Sie können aber gern sein Erscheinungsbild verändern. Na, zu wütend. Blau. Platzieren Sie den Mixer neben der Steckdose. Ich hätte auf die andere Seite gemacht. Diesen Ball habe ich programmiert. Er sieht aus wie ein Katzenaugenmarmor. Die Einstellungen sind schon abgestimmt. Deshalb springt er hoch genug, um den Mixer einzuschalten. Übrigens, erstmal lustig, Katzenaugenmarmor. Ich meine sogar, dass der nach oben fliegen kann, je nachdem, ob man das richtig einstellt. Und wie macht man das nochmal? War das nicht irgendwie so? Ja, der kann nach oben fliegen. Ich muss den gar nicht mal springen lassen. Gut gemacht. Sie haben alle Tutorialaufgaben gelöst. Sind Sie bereit für die nächsten Apparate? Viel Glück. Tutorial. Ich sag immer Tutorial. Gut gemacht. Gut gemacht. Gut gemacht. Gut gemacht. Gut gemacht. Gut gemacht. Ich brauche noch mal die Bestätigung, dass ich es gut gemacht habe. Sind Sie bereit für die nächsten Apparate? Viel Glück. So. Ab jetzt wird es interessanter noch.